Bodo Schiffmann sammelt für Hochwasseropfer. Und da kam die Frage auf, geht da alles mit rechten Dingen zu? Ist das nicht irgendwie illegal, wenn Querdenker solche Sachen machen? Nun schauen wir uns die Sache einmal sachlich unbefangen an. Wir haben zunächst einmal die Spendensammelaktion und da muss man sagen, das ist zulässig. Zunächst einmal, es gibt kein Sammlungsgesetz in Baden-Württemberg, was das verbieten würde. Selbst wenn es ein Sammlungsgesetz gäbe, wie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, dann müsste erstmal eine Behörde aktiv werden. Aber wir hatten das schon öfter bei Schenkungsaktionen. Wie funktioniert es? Wo sind da die Grenzen? Es gibt eine mögliche Strafbarkeit, wenn man Geld sammelt und dann nicht für den Zweck verwendet, wie es vorgesehen war, wenn man also die Spender darüber täuscht, was mit dem Geld passieren soll. Da wird durchaus darüber gestritten, ob das überhaupt ein Vermögensopfer ist, aber das ist eine juristisch-dogmatische Frage. Die Rechtsprechung ist ziemlich streng darin, wenn das Geld anders verwendet wird als vorgesehen. Und jetzt schauen wir mal, was Bodo Schiffmann gesagt hat. Es gibt ja nur einen Satz eigentlich. Das Geld dieser Sammlung geht zu 100% an die Hochwasseropfer. 100% bedeutet nicht, dass es in Cash ausgezahlt wird. Es muss aber bedeuten, dass kein Geld zum Beispiel als Gewinn oder als Verwaltungspauschalen für die Manager des Money Pools ausgegeben wird. Das ist eine ziemlich gewagte Aussage, 100%, denn viele andere Spendenaktionen sagen, naja, wir haben natürlich 15% Verwaltungskosten. Bodo Schiffmann sagt, nein, er verdient daran nichts, er nimmt kein Geld für die Verwaltung, alles wird dafür eingesetzt, um Hochwasseropfern zu helfen. Sollte das nicht eintreten, da kann man genauer drauf schauen, dann könnte eine Strafbarkeit vorliegen, wobei natürlich die Frage ist, ob diese Täuschungsabsicht schon von vornherein vorlag, wie viele Pläne schon zu dem Zeitpunkt der Aktion vorlagen. Mittlerweile weiß man so ein bisschen, wer beteiligt ist, wer dort von dem Geld vielleicht profitieren kann. Ein Aspekt könnte zum Beispiel, wenn ein Busunternehmer besonders hohe Preise dafür nimmt, dass er jetzt zum Beispiel Hilfswillige von Berlin in die Krisengebiete fährt, wenn dabei Gewinne entstehen, das ist Geld, was nicht mehr bei den Hochwasseropfern ankommt und daraus könnte sich eine Strafbarkeit ergeben. Was haben wir sonst noch? Wenn man sich den Kanal auf Telegram anschaut, sieht man, dass aktuell gerade darüber gesprochen wird, dass die Hundestaffeln, die da rekrutiert wurden, nicht erwünscht waren, weggeschickt werden sollten. Und Bodo Schiffmann geht trotzdem rein, wir können nicht warten, es sei alles so wichtig. Und da war die Frage, ist das nicht eine Strafbarkeit nach 323c Absatz 2? Der 323c, ein echtes Unterlassungsdelikt. Im Absatz 1 sieht also vor, dass man Hilfe leisten muss. Und im Absatz 2, der vor einigen Jahren hinzugekommen ist, ist eine Strafbarkeit normiert für das Behindern von Hilfspersonen. Und da ist wichtig, dass die Strafbarkeit nicht schon in dem Moment eintritt, wo Hilfskräfte sich belästigt fühlen, sondern es muss, so die Kommentarliteratur, eine objektiv feststellbare Verschlechterung des Rettungsbemühen und daher die intendierte Rettungs- oder Hilfschance durch die Tathandlung des Behinderns erfahren werden. Also es muss tatsächlich durch das im Weg stehen oder durch die Handlungen eine Verschlechterung objektiv nachweisbar sein. Ob jetzt die Polizei Zeit hat, auch diese Sachen aufzuklären, sei dahingestellt, ob das jetzt hilfreich ist oder nicht, kann ich jetzt als Jurist von hier aus nicht beurteilen. Ich denke, man sollte vielleicht fair sein, also bei allem, was Bodo Schiffmann in der Vergangenheit zusammen mit seiner Gefolgschaft getan hat, das wird abgeurteilt, da ist die Staatsanwaltschaft Heidelberg auch dran und ermittelt, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass er zur Abwechslung ja auch mal was Sinnvolles tut. Da wird nicht jede einzelne Aktion besonders schlau sein, also der Stil von Bodo Schiffmann ist natürlich auch ausreichend Anlass für Kritik, aber wenn sich Bodo Schiffmann mit Hochwasserhilfe statt mit der Verhinderung von Impfungen beschäftigt, hat das ja vielleicht sogar auch was Produktives. Das können andere Leute aber besser beurteilen.